mehr, deswegen. Chill, ich mach glaube ich eine YouTube-Aufnahme. Echt? Deswegen, ja. Wegen was? Wegen des Skins. Ja, also hallo Leute. Willkommen hier zu einer kleinen Skin-Challenge auf meinem Kanal. Leute, ich schaue jetzt kurz nicht hin und erkläre euch erstmal, worum es heute geht. Ich sehe noch nicht, was ich für einen Skin habe. Also, ihr kennt ja diese Skin-Challenge, wo man sagt, ja, der Skin, den ich habe, ergibt die Waffenfarbe, die ich aufnehmen darf. Und heute mache ich das. Hab den Skin natürlich auch zufällig gestellt. Und zwar mache ich es dann heute so, ich lande irgendwo, Schildtränke und hier und so darf ich alles benutzen, von wem ich will. Und ich gucke jetzt, was ich für einen Skin habe. Ich habe einen epischen Skin. Ah, super. Dafür gibt es natürlich, müssen wir uns einen Ort suchen, wo wir auf jeden Fall eine epische Waffe finden. Nein, natürlich nicht, Leute. Wir schauen da, wo wir eine Automaten bekommen können. Da gibt es keinen besseren Ort für als Spandau. Es ist halt schwer mit Leuten mit einer epischen Skin. Ist nicht alles gut, aber da kann man auf jeden Fall gute Waffen bekommen. Aber als ich den Skin gesehen habe, dachte ich mir so, oh Scheiße, er hat einen epischen Skin. Ja, Leute, wie ihr hört, neben mir ist heute mal wieder Johnny. Und meine kleine Schwester Ellie ist auch da, die gerade unsere Katze auf der Hand hält. Also Leute, voll Haus hier. Spaß saß. Wir probieren jetzt hier erstmal was zu reißen. Es kommt einer mit, das ist gut. Season 5 Gleiter. Oh, ein epischer Automat! Let's fucking go! Komm, ne Pump. Jetzt nicht verarschen. Ich muss jetzt die Duo-Piste ziehen. Weil, ich meine, wer mich kennt, ich würde natürlich direkt die Sniper so nehmen. Aber, da ich nicht darauf denke, kann, dass ich irgendeine epische Waffe bekomme, nicht unbedingt mit der Sniper gegen jemanden gehen kann, eventuell eine Pump hat, muss es jetzt was werden, dass ich hier mit den Duo Pistols mache. Natürlich wäre es jetzt ärgerlich, super ärgerlich, wenn ich eine normale Pump bekomme, wenn ich jetzt nochmal Duo Pistols bekomme. Es sind zwar noch Duo Pistols, aber nicht in episch, ja. Das ist ganz wichtig zu bedenken hier. Schild und so darf ich mir alles drücken. Ja, und Leute, seht ihr das da an meinem Rücken? Hat der eine neue. Hat der Skin eine Änderung auf dem Rücken? Weil wenn nein, dann bin ich dumm und das ist mir noch nie aufgefallen. So's. Also diese fünf Spieler. Ich kann mich auf jeden Fall was gefasst machen so. Oh nein, ich muss eine Pump liegen lassen. Das ist mies. Super mies sogar. Und der Typ ist da reingegangen. Okay, er lootet also die Disco. Das heißt, es verschafft ihm ein bisschen mehr Zeit. Genau, das ist eine gute Idee. Wenn ihr wisst, ob der, also ihr habt es ja gerade von Tony gehört, aber wenn ihr wisst, ob der Rostmeister eine Veränderung an seinem Skin-Outlay hat, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall gut. Und abonnieren nicht vergessen. Nice! Hoho! Okay, Leute, das ist natürlich das richtig Feines jetzt hier. Wir haben auch guten Mats. Den Abonnal. den Kanal abonnieren und liken. Habt ihr gehört, Leute, da das. Also wenn jetzt Johnny das will, dann müsst ihr das auf jeden Fall machen, Leute. Führt gar keinen Weg dran vorbei. Ich piek jetzt extra nicht, ich hab Schiss vor den Typen. Wenn ich jetzt eine Pump bekomme, dann. Aber ein Taschenrift. Schmeckt. So, ich frage mich jetzt, ob ich den abcampen soll oder einfach. Weißt du was, ich gehe ran an den Speck. Ich habe nichts zu verlieren. Doch nicht. Ah. Liegt da was Episches? Oh, ist Schnee. Aber da hoch. Oh, ist low. Nein. Nice, ich hab ihn, Leute. Oh, er hat gute Sachen. Aber ich darf nichts mitnehmen. Ich mache ja hier nicht. Nee. Und wenn, da könnte ich noch nichts mitnehmen. Nice, Leute, das war jetzt nicht unbedingt der Profi.
Aber es waren Gegner und wir haben schon mal einen Kill mit der mit den epischen Waffen gemacht. Das ist gut. Das ist super gut. Und daher denke ich mal, hier schon so gut wie alles gemutet hat. Also ich würde mal sagen, genau Leute, falls ihr es noch nicht wisst, das ist mein First Try mit der Skin Challenge, also ich werde das auch direkt hochladen. Und natürlich, Leute, kommt vielleicht, wenn ich das jetzt hier nicht wird, das dauert jetzt aber schon ein paar Minuten die Runde. Ich weiß nicht, wie viel ihr gerade wisst, ihr könnt es ja sehen. Oh, hier waren Schüsse. Oh, da vorne wird gefightet. Ich sag mal, falls ich jetzt keine epische, keine epischen Sieg hole, dann liegt es daran, weil ich keine mehr, also weil ich keine ja, oh, da ist jemand vor mir. So, nachladen. Dann gehen wir ran. Ich hab sein Ding gehittet. Nice, noch ein Idiot. Läuft auf jeden Fall, Leute. Ja, ja, war auch. Oh, da hinten kommt der nächste mit Auto. Kommt Zeit also. Da ist noch ein blauer Automat. Ja. Oh, kommt der hier jetzt auch schon dran? Digga, noch ein Bild. Headshot. Komm doch, wo fährst du denn hin, Junge? Komm doch her. Ach, Junge, du Bob. Ich will die nächsten Losten umbringen. Wo fährt er denn hin? Nein. Er ist solo. Nein, Leute. Ich könnte, wenn ich ihn... Frag doch mal deine... Abonnenten, also wenn wir überhaupt die Zuschauer gerade, ob sie wissen, dass Notre Dame abgebrannt ist in Paris. Ja, das haben sie bestimmt mitbekommen. Hast du es mitbekommen? Ja, ja, klar. Das ist schrecklich. Ja. Okay, das ist scheiße mit den Idioten. Einziger Grund natürlich, wieso er hier straight durchzieht, ist, weil er einen Schatz findet. Wäre eine Option definitiv. Oder er ist einfach nur lost. Was man ja auch gesehen hat. Oder weil du ihm so starke Hilfe gegeben hast. Nein, da will. Ah, da ist ja mein alter Freund. Kannst du denn auch mal. Also wenn er jetzt da lang fährt, dann ist es natürlich. Oh, der fährt wirklich da lang. Dann würde ich glaube ich sagen, ich rüste. Ihm hinterher. Ah, ich hab auch keinen Hunger, aber keinen Bock. Okay, super. Der Affe kommt dann auch gleich raus. Dann lande ich hier und werde ihn einfach töten. Scheiß auf Zone Damage. Nein. Lauf, lauf, lauf. Ich hab da Verbände. Was ist denn bei ihm los? Er kommt nicht. Hau ab. Chill, kurz. Nein, lauf. Gibt's doch nicht, was ist er denn für ein Idiot? Er ist in die Turne wahrscheinlich gefahren. Leute, sowas kannst du nicht, das kann's doch jetzt nicht sein. Dass ich mein Rift dafür verschwendet habe, dass ich so viel Schaden dafür bekomme. Weil so ein Idiot. Da vom Sturm erfasst, anonym. Wie kann man denn nur? Ach Leute, sowas ist doch nicht normal. So ein Scheiße. Habe ich jetzt schön einen Kill weggesetzt. Schade, zwei Kills haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Sag doch mal, falls du gewinnst, ob du eine Anzahl an Kills haben musst. Ja, das ist erstmal, ich bin ja kein Typ, kein Pro-Player oder so. Das sieht man ja auch Kampf-Pro, aber Kampf-Pro ist gut. Für mich zumindest. So Leute, dann heile ich mich jetzt erstmal euch und nicht denken, I hope you get sniped. Ich will nämlich jetzt nicht gesniped werden. Ich danke euch vielmals. Oh, Digga, was vor allem ist jetzt nur Lost in der Runde? Das ist auf jeden Fall schon mal ein recht gutes Zeichen, sage ich es mal so. Sag doch mal. Johnny, die hören nicht, muss ich immer sagen, sag doch mal. Oder was soll ich sagen? Ich würde mal sagen, dass wenn sie dann Videos nicht gut finden, dass sie ihnen den Dislike geben, aber dann sagen, also in die Kommentare schreiben, was sie scheiße finden. Hallo? Moin Dennis, ich mach gerade eine Aufnahme. Aber. Oh. Soll ich rausgehen? Nein, alles gut, am besten einfach nicht rumschlabern. Falsch.
So, also. Wie könnte ich das machen? Hm? Wie könnte ich sagen, wenn euch das Video nicht gefällt, dann gebt doch ein Dislike. Du müsst ja nicht. In die Kommentare, was ihr daran scheiße fandet. Ja, genau. Also, das mit dem Dislike muss jetzt nicht sein, oder? Wenn es wirklich für euch so scheiße war, dann natürlich Dislike ist eine Option, aber einfach dann schreiben, was ich verbessern hätte können oder was ich irgendwann cool findet als Challenge oder so in den Kommentaren. Das ist ja auch fürs Feedback. Also und schreibt mal eine Challenge in die Kommentare, die Aaron machen soll. Genau. So, Leute, ich habe jetzt hier natürlich kein Gegner. Na nee, ich mach mal kurz den Sprachchat einfach aus. So. Weil dann. Also hier nicht. Dann müsst ihr hier nicht andere Geräusche hören von Dennis. Ich habe kein Problem mit ihm, aber es ist ja gerade eine Solo-Aufnahme, also bräh. So Leute, wir haben bis jetzt, wir haben bis jetzt keine weiteren epischen Waffen. Wir hatten halt echt Glück, muss ich sagen, dafür. Ich glaube ein Jackpot. Ja, oder eine Pump. Ruhepisten sind ja auch echt stark. Haben wir auch das jetzt gesehen. Oh, jetzt war jemand weggeflogen. Ja, moin. Ich hab nicht mal, ich wollte eigentlich mit dem Leiter fliegen, also mit dem Dings normal fliegen. Also die Sache ist. Die Kanone. Die Sache ist die so. Okay, ich weiß gar nicht. Ja moin, wie er lasert! Ja, verdient gesniped, Junge. Danke, Mann. Wer auch immer mir da gerade den Arsch gerettet hat. Danke. Du musst aber aufpassen. Das ist der Nächste. Du musst aber aufpassen, dass der nicht ist. Der wurde auch gesniped. Der vorne, der ihn gesniped hat. Okay, what the fuck, von wo ist das jetzt? Lauf! Nein. Ganz ruhig. Ich drücke es mir extra in der Zone. Natürlich schaffe ich es. Ja. Laser doch noch mehr. Das ist doch gar kein Problem. WTF? Wieso Laser-Challenge rein? So ein Idiot. Dann verpissen. Ich hätte gerne noch den Loot von dem an. Mann, hallo. Double. Ich nehme einfach mal die Heavy mit. Ich kann die halt nicht liegen lassen. Oh, fuck, Alter, jetzt kann ich mir alles wieder suchen. Shit. Alles, da ist einer, da ist einer, sind überall welche gefühlt. Oh nein. Ey. Ich habe keine richtig an. Also ich habe keine Pump. Gönnt ihn mal, dass er die Sniper mitnimmt, weil es ist ein Sniper und das ist seine Lieblingswaffe mit Sniper. Genau. Es ist sehr schwer, den Kill zu machen. Manchmal. Oh nein. Seht ihr das, Leute? Eine goldene Silent Scar. Und eine Schatzkarte. Er kann auch eine epische Waffe rauskommen, oder? Nee. Mh. Ah, da kann aber ein Chuck rauskommen und den darf ich benutzen. Ja, stimmt, das ist ein Trank. Aber den kannst du noch holen, den Boy. Und mit? Die Sniper darfst du aber benutzen. Hier ist halt links von mir einer. Der ist hier schon ganz vorne.
Der hat alles. Der ist da unten drin, hat sich die Skar geholt. Ich greife ihn jetzt an. Was tust du? Nimm die Knöllchen in die Hand. Nein, ich dachte, wieso hat sich da zwei Fallen gesetzt, Mann? Aber so. Scheiße, jetzt sind beide Fallen weg. Oh. Miese Sache, Leute, sage ich euch so, wie es ist. Macht das aber schon ganz gut. Der ist mit der Skin Challenge dafür, dass er nicht gerade die besten Waffen hat, schon in den Top 10. Oh, das ist schon nicht schlecht. Und hat auch schon zwei Kills. Ich finde, das ist ganz gut dafür, was er vor allem auch Waffen hat. Da, wo ich auch gelandet bin. Ach Mann, ich hätte ihn Snipe treiben müssen. Komm. Wissen alle nicht, dass du da drin bist. Oh fuck, wer ist einfach respawned. Er respawned. Ah ja, Herr Noskin. Ich war knapp. Jetzt kommt hier ein Grippler. Es ist halt scheiße, dass ich campe, so ist nicht unbedingt spannend. Kann ich jetzt einen Zeitraffer oder so einziehen? Mal sehen. Aber das wird jetzt Zeitraffer stärker raus. Nein, das muss man ja nicht raus. Das Schnippeln. Ich habe schon generell nicht so viel Bock, das zu schon. Was liegt denn? Nein, 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 stopp! Hör auf mich anzuschießen, stopp! Da liegt das gar. Was, ihr habt das gar! Ihr habt das gar! Das ist jetzt so wichtig. Das könnte ein epischer Win werden. Ich hab Lagerfeuer. Hier ist jemand drin. Also, frag doch mal, ob sie kippen, wenn hier einer neben mir sitzt. Ja genau, findet ihr es gut, wenn Johnny neben mir sitzt oder so? Schreibt mir einfach Feedback in die Kommentare, Leute, ich lese es mir durch. Und meinetwegen pinne ich dann auch Kommentare, die gut sind und so an. Und lasst auch, gebt euch natürlich ein Herz gern. Ich freue mich über jedes Kommentar, was ihr mir gebt, Freunde. Außer gegen ein Negatives. Genau. Also und wenn ihr oft dabei seid, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, dass ich schon mal hier war in einer Aufnahme und ich mit Darius einen epischen Sieg geholt habe. Genau. Und Johnny darf wahrscheinlich dann auch bald Fortnite spielen. Dann könnt ihr das ja auch sehen, wie er so selber mit mir zusammen dann spielt. Aber so viel dazu noch bald. Und Johnny, wenn du siehst ja das Video wahrscheinlich dann bald auch auf YouTube, da dein Herzchen, grüße ihn raus an dich auch. Oh, kacke, Leute. Was mache ich, wenn der Typ hier campt? Wenn ihr findet, dass Aaron ein Ehrenmann ist, dann gibt auf jeden Fall mal ein Like. Genau, Leute, ihr habt es gehört. Ich will jetzt hier nicht Like geiern, aber Johnny Like geiert schon für mich. Also alles okay, Leute. Oh mein Gott, Rocket Launcher! Hier hat jemand einen Rocket Launcher abgeladen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein! Nein! Noch Junge, so aber unnötig. Wenn ihr findet, dass Aaron ein schlechter Spieler ist und ein Unehrenmann, dann macht nichts. Macht nichts, ja. Scheiße, ich habe so viel Geld bekommen. Johnny, schreib mal nicht so, bitte. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Dann schreib's in die Einer hat gut Schaden gefressen. Ich hab echt das Team. Nein, nein, die haben gefightet. Danke. Okay.
Okay, perfekt. Vor mir ist der Geysir, mit dem ich gleich in die Zone gehen könnte. Was? Okay. Gut, er hat auf jeden Fall Hits bekommen, Leute. Alter, was hat denn er gemacht hier mit seinem scheiß Autismusball? Ja, dafür hat er fett Zonenschaden bekommen. Aus Rache einfach. Geh nicht runter. Ach Mann, du Idiot. Zone move direkt weiter. Ich hab's geschafft. Komm her. Johnny. Ja, Leute. Dann, Leute. Jetzt muss ich auch liken. Lasst ein Like da. Vergewaltigt den Like-Button schlimmer, als ihr könnt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, ihr kleinen Ghosts. Bis bald.